Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer oft unter Gefahr für Leib und Leben und unter Schikanierung der DDR-Behörden es geschafft hatte, in den Westen rüberzukommen, für den mussten wir irgendeine Regelung finden, damit er dem Alter nicht verhungert. Und deswegen hat man etwas angewandt, was wir eben im deutschen Recht haben, das sogenannte Fremdrentenrecht. Da werden fiktiv Rentenpunkte gutgeschrieben, die aber nicht durch die reale Arbeit, die man dafür geleistet hat, hinterlegt sind, sondern wo man sozusagen, so wie es beschrieben worden ist, kopiert, was hätte derjenige sich erworben, wenn er von Anfang an im Westen gewesen wäre, gearbeitet hätte. Das musste man auch deswegen tun. Wir hatten ja keinen Zugriff auf die DDR-Rentensysteme. So, jetzt kommt die Wiedervereinigung. Gott sei Dank. Der Staat, vor dem die Menschen geflohen sind, dieser Unrechtsstaat DDR, geht unter. Und nun haben wir die Möglichkeit, ein gesamtdeutsches Rentenrecht zu schaffen. Und deswegen war es eigentlich auch logisch, dass man jetzt die Rentenbiografie, die jemand in den neuen Bundesländern früher sich angespart hatte, zur Grundlage der Rentenberechnung machte. Und das ist erst einmal nicht unlogisch. Das Zweite ist, das bedeutet aber nicht, dass man wieder zum DDR-Bürger gemacht wird, sondern selbstverständlich gibt es einen Unterschied. Diese Mitbürgerinnen und Mitbürger leben bei uns im Westen, in den westlichen Bundesländern. Deswegen wird auf diese Rentenbiografie der Westrentenwert angewandt und nicht der Ostrentenwert. Das heißt, es gibt einen klaren Unterschied zwischen denjenigen, die in der DDR geblieben sind, heute in den neuen Bundesländern wohnen, und denjenigen, die in den Westen geflohen sind und im Westen nach Westentgeltpunkten ihre Rente berechnet bekommen. Also keine Gleichmacherei, sondern nach wie vor ein klarer Unterschied. Das Zweite ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen, weil auch mich persönlich und sicher jeden diese Schicksale anrühren und wir auch einen großen Respekt haben vor denjenigen, die alles daran gesetzt haben, diesem System in der DDR zu entfliehen und dafür große Entsagungen auf sich genommen haben, haben wir jetzt über 10 Jahre im Petitionsausschuss diese Petition beraten, hin und her gewandt, was könnte denn eine gerechte Lösung sein. Und der Petitionsausschuss hat nun diese Verfahren endgültig beschieden und am 2. Juli 2015 haben wir im Deutschen Bundestag hier diese Petition auch abschließend beschieden und gesagt, wir sehen keinen Weg, das zu ändern. Und nun hat die Frau Kollegin Kolbe vorgetragen, warum der Antrag der SPD aus der vergangenen Legislaturperiode, in dem eine solche Änderung vorgeschlagen worden ist, von den Sozialdemokraten heute nicht mitgetragen wird. Und verehrte Frau Kollegin Kolbe, Sie haben all die Argumente, die ich in der letzten Legislaturperiode vorgetragen habe, mustergültig wieder vorgetragen. Glückwunsch dazu. Und verehrter Herr Kollege Kurt, falls die Grünen jemals wieder an einer Bundesregierung beteiligt sein sollten und eventuell auch noch das Arbeits- und Sozialministerium übernehmen sollten, befürchte ich, dass es Ihnen genauso geht wie den Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, dass Sie nämlich nach genauem Studium Ihren Antrag, den Sie heute einbringen, auch nicht mehr aufrechterhalten würden. Kollege Weiß, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ja, selbstverständlich. Herr Kollege Weiß, ich war in der letzten Legislaturperiode im Petitionsausschuss und war Berichterstatter für die Petition. Wir haben uns damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt und der Kollege Birkwald hat das eben schon gesagt. Damals waren wir uns politisch alle einig, von FDP bis zur Linken, CDU und CSU. Der Berichterstatter war von der CSU im Petitionsausschuss und wir haben nach Lösungen gesucht. Und wir haben, ich kann mich an eine Sitzung
erinnern der Berichterstatter, wo wir die zuständigen Menschen aus dem Ministerium da hatten. Es hat ein bisschen gedauert. Der Kollege Birkwald nickt, der kann sich daran erinnern, er war mit dabei. Eine halbe Stunde oder Ähnliches, wo er die Argumente, die Sie wiederholt haben, die die Kollegin Kolbe genannt hat, und wir haben gesucht, gibt es Möglichkeiten? Und dann sind wir aber auf Lösungsmöglichkeiten gestoßen. Wenn Sie nun Bedenken haben gegen unseren Antrag, wir halten die Argumente nicht für überzeugend, aber wenn Sie sie für überzeugend halten und unseren Vorschlag nicht für richtig finden, dann suchen Sie nach neuen Wegen. Wenn der politische Wille da ist, dann findet sich da auch ein Weg. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und so bestreiten Sie hier die Debatte. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode ein anderes Problem, wo es einen ganz ähnlichen Mechanismus gab, wo auch die Parlamentarier hier einig waren und im Ministerium immer wieder Leute gesagt haben, geht nicht, geht nicht. Das ist von den Gruppen her schwer vergleichbar, aber vom Prozess her auch an der Stelle war der politische Wille so groß, dass Wege gefunden worden sind. Und die Menschen sitzen hier auf dem Podium. Sie haben ja mit denen auch persönlich schon zu tun gehabt, viele von uns, die wir mit dem Thema Rente hier zu tun haben. Und ich glaube, wenn der politische Wille da wäre, würde man auch einen Weg finden. Ich bitte Sie, suchen Sie nach Wegen. Herr Kollege Strengmann-Kuhn, Sie selber haben ja ein bisschen Angst gehabt, den Vergleich, den Sie gerade gemacht haben, zu machen. Im Fall des sogenannten Ghetto-Rentengesetzes ging es darum, dass ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag beschlossen hat, administrativ nicht so umgesetzt wurde, wie das eigentlich der Gesetzgeber wollte. Deswegen war die nachträgliche Korrektur notwendig. In diesem Fall, muss ich Ihnen sagen, haben wir uns auch nicht einfach gemacht. Wir haben uns in dieser Legislaturperiode noch einmal zusammengesetzt, die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der CDU/CSU aus den beiden Fachausschüssen Arbeit und Soziales, mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern unserer beiden Koalitionsfraktionen im Petitionsausschuss, mit dem Ministerium und haben ausführlich alle Für und Widers und alle Lösungsmöglichkeiten noch einmal durchdiskutiert. Also es ist nicht so, dass hier jetzt mal kurzerhand zack abserviert wird nach dem Motto, wir haben schon immer abserviert. Und das Ergebnis war, dass auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Petitionsausschuss am Schluss uns, den Kollegen in den Fachausschüssen für Arbeit und Soziales, erklären mussten, wenn wir das alles bedenken, dann sehen wir da auch keinen Ausweg, wie wir eine Regelung finden könnten, die nicht wieder zu neuen Ungerechtigkeiten und zu neuen Fragen führt. Und das ist ja unser Problem. Günstiger Prüfung, wenn wir das einführen, ich darf zwischen zwei unterschiedlichen Rechten wählen, dem alten und dem neuen Recht, dann werden wir überall die Tür aufmachen, dass die Leute sagen, zu Recht, wenn ein neues Gesetz beschlossen wird, will ich eine Regelung haben, dass ich wählen kann, ist für mich persönlich das neue oder das alte Gesetz interessanter. Und dann hat die Kollegin Kolbe zu Recht vorgetragen, wir haben das Fremdrentenrecht in den 90er Jahren grundlegend geändert. Wir können doch jetzt nicht plötzlich zwei Fremdrentenrechte in Deutschland einführen. Ein 60% Fremdenrecht für die eine Personengruppe und ein 100% Fremdenrecht für die andere Personengruppe. Wie wollen Sie das rechtfertigen? Was soll daran gerecht sein? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist das eigentliche Problem, was wir haben. Wenn man an der einen Stelle etwas ändert, für was auch ich und viele aus Respekt vor diesen betroffenen Personen viele Sympathie hätten, das will ich ja nicht verschweigen, viel Sympathie hätten. Ich mir aber damit gar keinen Gefallen tue und auch diesen betroffenen Personen letztlich keinen Gefallen tue, weil dann all diejenigen auf der Matte stehen und sagen, ich möchte gern auch eine günstige Prüfung in meinem Fall. Ich möchte auch gerne all das Recht für mich angewandt wissen, wenn es für mich persönlich das Bessere ist. Wenn die gesamten Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die deutschstämmigen, auf der Matte stehen und sagen, warum
für uns 60% Fremdrentenrecht, was für die übrigens oft bedeutet, dass sie noch knapp über der Grundsicherung im Alter liegen. Muss man auch ehrlich sagen. Ist ja kein Spaß. Ja? Warum bekommen andere, die auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, zur gleichen Zeit 100% Fremdenrecht gewährt? Diese Fragen müssen Sie dann aushalten und beantworten. Und dann sage ich Ihnen, das werden Sie nicht aushalten, sondern kommen Sie in eine neue Gerechtigkeitsdebatte. Um es zusammenfassend zu sagen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht leider im Rentenrecht darum, allgemeine Regelungen für alle zu schaffen. Und leider ist das Rentenrecht nicht der Ort, wo man den persönlichen Lebensschicksalen von Menschen, für die man hohe Sympathie empfindet, vor denen man Respekt hat, im Einzelnen gerecht zu werden. Aber wir können als Deutscher Bundestag, finde ich, nur solche allgemeine Regelungen des Rentenrechts treffen, die tatsächlich so sind, dass sie nicht zu neuen Ungerechtigkeiten führen und zu neuen Verwerfungen. Und deswegen, bei aller ernsthaften Prüfung, bitte ich darum, das zu tun, was die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion gemacht hat, einzusehen, diesen alten Antrag aus der letzten Legislaturperiode kann man nicht beschließen, auch wenn er jetzt von den Grünen und den Linken eingebracht wird. Ich glaube, so schwer es einem fällt, es ist gut, dass wir dazu stehen, die Regelungen, die heute gelten, anzuwenden und eben auch die kritischen Fragen, die zurechtkommen, auszuhalten. Wenn wir es ändern würden, würden andere auf der Matte stehen, und zwar zu Recht. Deswegen Ablehnung dieses Antrags. Vielen Dank.